Muss ich jetzt jedes Mal wieder zu Liz laufen? Wahrscheinlich. Ich guck mal, ob ich gleich die anderen direkt mitarbeiten kann. Hier, da ist ja noch ein Dotter. Da muss ich nie wieder zu ihr zurückeiern, um eine Erklärung zu kriegen. So. Verschiedene Blumensträuße in der Luft einsammeln, genau. Verschiedene Punktzahlen für verschiedene Objekte dementsprechend. Ja, gut. Jetzt hier nochmal kurz, dann muss ich nicht wieder zu ihr eiern. Ja, ist nämlich wieder bei ihr. Und das ist ein Hafenspiel. Entsprechende Tasten im richtigen Timing. Ach du heilige Scheiße. Gut. Machen wir die beiden auch noch. 3000 Punkte, oha. Machen wir erstmal den Windgleiter und danach das schöne Musikantenspiel. Na, ob das schön wird, wage ich zu bezweifeln, wenn ich aktiv spielen muss. So. Ein Staubballon, die darf ich wohl nicht erwischen. Sonst explodiere ich. Gut. Gut zu wissen. Oh, ich sehe mich schon kommen. Ja, das wird glaube ich nicht so gut laufen wie bei den Ballons eben. Wo muss ich denn? Ah, okay. Nein, das war zu tief. Nein. Okay, ich kann meine Fähigkeit auch nicht nutzen, sehe ich gerade. Oh. Also von Shao, sein Dash in der Luft. Das ist ja fies. Ich dachte, den kann ich nutzen, da habe ich mich gerade darauf verlassen. Da 3000 Punkte zusammenkriege, das wage ich zu bezweifeln. Da ist was Besonderes. Ach nee, ich glaube, das ist der Landungspunkt. Oh, das lief ja nicht so gut. Ambers 3000 Punkte muss ich noch irgendwie hinkriegen. Nochmal. Ich muss zuerst alle Belohnungen haben. Sonst kann ich mich damit nicht zufrieden geben. Die Musik gefällt mir auf jeden Fall. Thank you.
Ja, nein. Ja. Verdammt. Okay, da haben wir noch so ein Ding und da auch. Ah, den anderen habe ich jetzt verpasst. Ja. Nein, da komme ich auch nicht mehr hin. Ah, es könnte aber... Na, nee, ich glaube, das wird nichts. Na, doch. Perfekt. So. Sind immer noch mal 20.000 Mora, siehst du? So. Der ist abgeschlossen, der ist abgeschlossen. Dann haben wir noch den. 1.800. Ach du Heilige, das ist ja dieses... Hey Corona, zu später Stunde auch noch wach. Ach du Heiliger, oh mein Gott, da bin ich sowas von schlecht drin. Gott, das geht viel zu lang. Oh, okay. Hat geklappt. Aber ich glaube, das war nicht gut. Heute angefangen, die geschickten Surfquests zu machen. Ach, bei DVD, ja. Muss ich irgendwo wieder reingucken. Neue Achievements. In 3 Tagen kommt schon das neue Chapter. Okay. Muss ich bei Gelegenheit auch mal wieder reinschauen. So. 1.800 muss ich schaffen. Boah, das war gerade schlecht. 1.000 nur. Okay. Nochmal versuchen. Ich muss die perfekte Punktzahl haben. Oder zumindest die perfekte Belohnung. Oder alle Belohnungen. So. Musik ist sowieso so schön, da kann man das mal öfter machen. Nein! Nein, 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 jetzt bin ich aus dem Takt! Verdammt.
Konzentration. Konzentration. Nein, den rechten vergessen, aber es müsste passen. Es müsste passen, glaube ich. Oder? Nicht? Passt nicht? Wieso? Ich habe da 1900 Punkte geschafft. Oder sind das... Ach so, das sind verschiedene Schwierigkeitsgrade. Ah, okay. Dann habe ich gerade zweimal umsonst gemacht. Adagio, ja. Egal, Übung macht den Meister. So. Glaube, was haben wir denn hier jetzt noch? Garten der Gelüste. Das klingt echt wie so ein, ja... Das klingt ein bisschen merkwürdig. Diese Sphäre ist eine Sammlung von selten gesehenen Herausforderungen, die sich ständig verändern und deren Prinzipien nicht bekannt ist. In den Geschichten der Abenteurer ist sie als Garten der Gelüste bekannt. Jedes Mal, wenn du den Garten der Gelüste betrittst, wirst du dich drei speziellen zufälligen Herausforderungen der Gelüste stellen. Das klingt so falsch. Je nachdem, wie viel Ausdruckskraft du während dieser Herausforderung ansammelst, erhältst du als Art alle Arten von Segnungen, die deine Stärke während der Prüfung der Gelüste am Ende des Gartens erhöhen werden. Okay, gucken wir da doch auch nochmal rein. Du bist halt ein Presto. Ich kenne diese ganzen Begriffe tatsächlich sogar gar nicht. Ich weiß gar nicht, was die alle bedeuten. Ich kenne nur Pesto, aber ich glaube, das hat damit nichts zu tun. Wenn ich es richtig schlecht spiele, wird aus der ruhigen Musik Metal. Das wär's. Das wäre aber ein lustiger Gag, den sie einbauen können. So. Was hast du uns denn zu bieten? Jupp, wird gemacht, was auch immer es ist. Springen wir doch mal rein. Oh, sogar eine Treppe, die hier ausfährt. Garten der Gelüste, Truppenstufe 36. Die habe ich locker. Mehr Spieler? Habe ich keinen. Brennender Baum. Achso, wahrscheinlich muss ich da verschiedene Monster mal erledigen. Nehme ich mal an. Das dürfte ja nicht so schwer sein. Schreit der Charakter noch auf und haut die Harfe auf den Boden. So, mögliche Segen, ja. Huch. Achso, das ist per Zufall. Einbahnstraße. Begehbare Felder werden kurz beleuchtet. Ach, ja. Und der Tipp verschwindet schneller, als man lesen kann. Kann ich denn schon loslaufen? Nein, kann ich nicht. Okay. Drei nach vorne. Vier zur Seite.
Also 3, 4, 2, 2, 4. 3, 4, 2, 2, 4. 3. 4, 2, 2 und 4. Ha, Gott, bin ich gut. Okay. Ja, weiter. Achso, 3 Stück muss ich jetzt, glaube ich, machen. Feuchte mit der Feuer ständig ein. Na, weiche aus, okay. Genshin Impact Mehrspieler. Jason, ich habe aber keine Freunde. Ja, genau so sieht's aus. Oh, das war nicht gut. Nein! Boah. Ich darf nicht mehr als 4-mal getroffen werden. Das sehe ich gerade. Das läuft ja gut. Das sind über die Hälfte der Punkte. Ui. Okay, aber ich muss in der ersten Runde 100, dann 200, dann 300 Punkte schaffen, oder wie? Ich blick da noch nicht so ganz durch. Sammle die geforderte Anzahl an Blumenkronen, okay. Der Hinweis verschwindet viel zu schnell. Nein, fallen die jetzt von oben runter? Ja. Ach, da hätte ich den, da hätte ich den... Na, wie heißt... Aua. Wie heißt er? Hier, den Reisenden nehmen müssen. Mit seinem Geo. Ich glaube, das hätte mir hier ein paar Vorteile gegeben. Nein, hat nicht gereicht. Habe ich, oder wie? 13 Punkte zu wenig. Ach, darf ich nochmal? Ich war so schlecht, ich darf wohl nochmal, oder wie? Ach nee, jetzt muss ich gegen den Mob kämpfen, oder wie? Den Baum. Ah, ja. So, erledigt. So schnell kann's gehen.